Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, schöner Kinder, die Bilder von der Alm wollen nicht sein. Herr Gfreirer, da müssen wir das Tierwohl nicht diskutieren, aber vielleicht das Wohl der Almbauern. Wie geht es denn der Almwirtschaft aktuell? Wir genießen von der Gesellschaft, von der Bevölkerung, von Einheimischen wie Gästen sehr große Wertschätzung zur Almwirtschaft und das ehrt uns sehr und das bringt auch für uns Motivation. Und die Leute, die unsere Almen bewandern, die spüren auch, dass diese natürliche Produktion der Lebensmittel und das Tierwohl wirklich im Vordergrund steht. Die Almwirtschaft aufrecht zu erhalten, das ist eine große Herausforderung und sehr schwierig, weil man einfach mit den Produkten, die wir produzieren, den hohen Arbeitsaufwand und auch die hohen Kosten ganz schwer abdecken können. Herr Gasteiger, mit einer Produktpalette von über 600 verschiedenen Produkten erwirtschaftet die Salzburg Milch jährlich über 230 Millionen Euro. Wie viel Milch brauchen Sie da? Wie viel verarbeiten Sie? Also wir verarbeiten hier gesamt im Unternehmen 290 Millionen Kilogramm Rohmilch aus den verschiedensten Milchsorten, ob das Heumilch ist, ob das Biomilch ist, ob das Bio-Heumilch ist oder gentechnikfrei. Jetzt auch die neue Sorte Almilch, ja, zu einem Premiumprodukt. Nun kann ja ein Produkt nur so gut sein wie der Rohstoff selbst. Wie wichtig ist denn die Qualität der Milch, die Ihnen die Bauern liefern im Sinne der Wertschöpfung? Ja, die Rohmilchqualität ist ja essentiell und da sind wir auch sehr dankbar, dass wir hier eine Spitzenqualität angeliefert bekommen, immer von unseren Bauern, also die höchste Rohmilchqualitätsstufen, die Essqualität, so wie es schön heißt. Jetzt natürlich auch mit dem neuen Projekt Almilch, dass wir hier eben neue Wege eingegangen sind. Da sind wir auch dankbar, dass die Bauern 365 Tage rund um die Uhr in dieser Wertschöpfungskette mitarbeiten. Herr Gfreirer, jetzt kenne ich einige Almbauern, die eine Kühe für die sommerfrische Trocknung stellen. Wiederum andere, die mögen auf der Alm und verarbeiten ihr Milch dann direkt vor Ort. Wie viel gibt es von denen noch? Die Salzburger Almbauern bewirtschaften 1750 Almen. Da werden aufgetrieben 65.000 Rinder. Großteil sind Jungrinder und Galtvieh. Das sind 40% des gesamten Tierbestandes im Land Salzburg. Zu den Kühen, da werden auf 435 Almen Milchkühe aufgetrieben. Vor 20 Jahren waren es noch 10.000 Kühe, die auf der Alm gemolken wurden. Mittlerweile ist die Zahl leider zurückgegangen auf 8.500.